Es gibt Orte auf der Welt, an die du niemals gehen solltest, egal wie sehr du Urlaub brauchst. Wir sprechen von Seen, die dich innerhalb einer Stunde töten, von Höhlen, die dich bei lebendigem Leibe kochen und von radioaktiven Inseln, auf denen Ratten dich mit der Beulenpest anstecken. Ich will dich nicht für immer vom Reisen abhalten, aber nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du nicht glauben, wie gefährlich unser Planet sein kann. Die Todesstraße. Wenn du einen Roadtrip planst, solltest du vielleicht die Yungas Road in Bolivien meiden. Diese furchterregende Straße schlängelt sich an einer steilen Felswand entlang und führt auf eine Höhe von 4651 Metern über dem Meeresspiegel. An manchen Stellen ist die Straße nur 3 Meter breit und es gibt keine Leitplanken, die einem vor dem blutigen Absturz über 607 Meter schützen. Staubwolken von der schlecht gewarteten Straße erschweren die Sicht, während feuchte Winde aus dem nahen Regenwald regelmäßig für Regenstürme und Schlammlawinen sorgen. Kein Wunder, dass dieser Ort den Spitznamen Todesstraße trägt. Trotz ihres tödlichen Rufes wird sie von vielen Wagemutigen befahren. Autos und Lastwagen müssen sich oft kreuzen, sodass ein Fahrzeug am Rand der schmalen Fahrbahn schaukelt. In den 1990er Jahren kamen jährlich zwischen 200 und 300 Menschen ums Leben, weil sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und in den Abgrund stürzten. Zum Glück hat die bolivianische Regierung 2006 eine neue, sicherere Straße gebaut, auf der die meisten Autos nun fahren und wer kann es ihnen verdenken? Wenn du darauf bestehst, die Todesstraße zu befahren, was eigentlich illegal ist, aber nur selten durchgesetzt wird, dann bedenke, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du einmal losgefahren bist. Du wirst nicht umkehren wollen. An Orten wie der Yungas Road wird einem klar, dass die Welt ein beängstigender Ort sein kann. Also ist es eine verantwortungsvolle Entscheidung, zu Hause zu bleiben und den ganzen Tag YouTube zu schauen, oder? Wenn du dem zustimmst, dann like dieses Video und abonniere uns. Ich poste jeden zweiten Tag tolle Inhalte, die dich unterhalten werden. Und jetzt zurück zu den gefährlichsten Orten der Welt. Die Kristallhöhle von Naika. Einige der schönsten Orte der Welt sind gleichzeitig die gefährlichsten. Zum Beispiel die Naika Crystal Cave. Diese unterirdische Höhle befindet sich fast 305 Meter unter einem Berg in Naika, Mexiko und ist voll von riesigen milchweißen Selenitkristallen. Diese überdimensionalen Säulen wurden durch vulkanische Mineralien im Wasser gebildet, die kristallisierten, als die Temperaturen im Höhlensystem über tausende von Jahren abkühlten. Heute sind sie so groß, dass mehrere Erwachsene auf ihnen laufen können. Sie sind bis zu 12 Meter lang und wiegen bis zu 55 Tonnen. Aber man sollte sich gut überlegen, ob man die Kristalle mit dem Selfie-Stick besuchen geht. Die Höhle liegt über einer unterirdischen Magmakammer, was bedeutet, dass die Temperatur bis zu 45 Grad und die Luftfeuchtigkeit bis zu 99% betragen kann. Das bedeutet, dass die Luft so mit Feuchtigkeit gesättigt ist, dass der Schweiß nicht von der Haut verdunsten kann, um zu kühlen. Das macht es schwierig, länger als 10 Minuten zu überleben, ohne einen Hitzschlag, Organversagen und den Tod zu riskieren. Heute müssen Wissenschaftler, die die Kristalle besuchen, einen speziellen Kühlanzug tragen, der mit gekühlter Luft versorgt wird. Und selbst dann können sie diese Bedingungen nur maximal eine Stunde lang aushalten. Ja, ich werde diese Kristalle wohl erstmal nur auf Google Images bewundern. Die Schlangeninsel. Man muss schon ziemlich blöd sein, um diese Insel vor der Küste Brasiliens zu besuchen. Offiziell heißt sie Ilha de Quimera Grande, aber besser bekannt ist sie als Schlangeninsel. Unterhalb der Baumgrenze winden sich rund 4000 tödliche Schlangen, die nur darauf warten, ihre Giftzähne an ahnungslose Besucher zu versenken. Es handelt sich um eine seltene Grubenotter, die Golden Lancehead, die als eine der tödlichsten Schlangen Lateinamerikas gilt. Ihr Gift enthält Hämotoxine, die das gebissene Fleisch schmelzen lassen, die roten Blutkörperchen zerstören und in weniger als einer Stunde zum Tod führen. Mit diesen Schlangen ist nicht zu spaßen. Doch wie kamen die Schlangen überhaupt auf die Insel? Die Schlangeninsel war einst mit der brasilianischen Küste verbunden, bevor sie durch den Anstieg des Meeresspiegels für mehrere tausend Jahre vom Festland getrennt wurde. Da es dort keine Raubtiere und viele Seevögel als Nahrung gab, vermehrten sich die gestrandeten Schlangen in erschreckendem Ausmaß. Heute leben schätzungsweise bis zu 5 Golden Lanceheads pro Quadratmeter Inselfläche, was bedeutet, dass Besucher nie weiter als ein paar Meter von einem sich windenden Feind entfernt sind. Die Gefahr ist so groß, dass die brasilianische Marine allen außer Wissenschaftlern, die wichtige Forschungsarbeiten durchführen, den Besuch von Snake Island verboten haben. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Das Tal des Todes.
Stell dir vor, es gibt einen Ort, an dem es so heiß ist, dass man, wenn man Hunger hat, einfach ein Ei auf dem Boden braten kann. Im Death Valley in Kalifornien, einem brodelnden Wüstenbecken, in dem die Temperaturen auf bis zu 56 Grad Celsius ansteigen können, ist das Realität. Das ist die heißeste Lufttemperatur, die jemals auf der Erde gemessen wurde. Tiefe Krater in der Landschaft fangen die kochende Luft ein, während vier umliegende Gebirgsketten die Bildung von Regenwolken verhindern und das Tal in ständiger Trockenheit halten. Aus diesem Grund läuft jeder Besucher des Death Valley Gefahr, einen Hitzschlag zu erleiden und zu dehydrieren. Ein bis drei Todesfälle pro Jahr sind auf hitzebedingte Ursachen zurückzuführen. Außerdem müssen sich die Besucher vor den vielen gefährlichen Tieren des Tals in Acht nehmen, darunter Klapperschlangen, Skorpione, schwarze Witwen und Berglöwen. Das klingt echt nach Overkill. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, sollte auf keinen Fall die Schuhe ausziehen. Im Jahr 2017 wurde ein Tourist mit Verbrennungen dritten Grades ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er barfuß durch das Death Valley gelaufen war, wo der Boden bis zu 94 Grad heiß werden kann. Und nur weil man ein Ei auf dem Boden braten kann, heißt das noch lange nicht, dass man es tun sollte. Die Parkwächter verbringen jeden Tag Stunden damit, Schalen und leere Kartons wegzuräumen und haben die Besucher darüber aufgeklärt, dass Spiegeleier nicht nur aus Eigelb bestehen. Nehmt euch lieber ein Lunchpaket mit. Eumiakon. Von extremer Hitze zu extremer Kälte. Nirgendwo sonst läuft einem ein solcher Schauer über den Rücken wie in Oymyakon im Osten Russlands. Das 500-Seelen-Städtchen ist der kälteste ständig bewohnte Ort der Erde. Die durchschnittliche Tiefsttemperatur im Winter liegt bei eisigen minus 50 Grad Celsius, aber es wurden auch schon minus 68 Grad Celsius gemessen. Wenn man bedenkt, dass die Durchschnittstemperatur auf dem Mars minus 63 Grad beträgt, wäre es auf dem roten Planeten sogar noch wärmer als in Oymyakon. Kein Wunder, dass die kalten Temperaturen das Überleben erschweren. Weil die Rohre einfrieren, gibt es in den meisten Häusern statt Plumpsklos nur Grubenlatrinen. Auf dem gefrorenen Boden lässt sich nur schwer was anbauen, deshalb besteht die Ernährung der Einheimischen hauptsächlich aus gefrorenem Fleisch und Fisch. Etwas so Einfaches wie ein platter Reifen oder ein verlorener Schlüssel kann lebensbedrohlich sein, wenn jede Sekunde im Freien einem den Erfrierungstod näher bringt. Wenn du stirbst, müssen die Einheimischen auf dem Friedhof tagelang ein Lagerfeuer anzünden, bis die Erde aufgetaut ist und ein Grab ausgehoben werden kann. Wenn du dich für einen Besuch in Oymyakon entscheidest, vergiss dein Portemonnaie nicht. Es ist eine teure Angelegenheit, sich warm zu halten. Um sicher nach draußen gehen zu können, müssen sich die Einwohner in dicke Pelzmäntel hüllen, die mehr als 1.500 Dollar kosten können. Da der Durchschnittslohn in Oymyakon bei 600 Dollar im Monat liegt, nehmen viele Menschen Hypotheken auf, um sich die Pelze leisten zu können, die zum Überleben gebraucht werden. Selbst mit Pelz ist die Luft so kalt, dass Wimpern und Speichel innerhalb von Minuten zu schmerzhaften Nadeln gefrieren. Da klingt das Innere deines Gefrierschranks wie ein tropisches Paradies. Schreckliche Löcher. Was ist 2414 Kilometer lang, 71 Kilometer breit und voller gruseliger Kreaturen? Nein, nicht die Schlange bei McDonald's, sondern der Marianengraben. Im Südpazifik zwischen Hawaii und den Philippinen befindet sich diese halbmondförmige Narbe im Meeresboden, die 11 Kilometer tief in die Erdkruste reicht und damit der tiefste Punkt der Erde ist. Der Marianengraben ist sogar so tief, dass der Gipfel des Mount Everest immer noch 2134 Meter unter dem Meeresspiegel läge, wenn man ihn hinunterstürzen würde. Das ist tief, Mann. Wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, ist der Marianengraben kein guter Ort für ein kurzes Bad. Das Sonnenlicht kann nicht in die Tiefe vordringen, sodass das Wasser pechschwarz ist und nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt liegt. Der Druck auf dem Grund des Grabens beträgt erdrückende 8 Tonnen pro Quadratzoll, etwa das 1000-fache des normalen Luftdrucks an Land. Das bedeutet, wenn du dein U-Boot auf dem Grund des Grabens verlassen würdest, würden alle Luftpolster in deinem Körper sofort unter dem Gewicht des Wassers zusammenbrechen. Verabschiede dich also von einer funktionierenden Lunge. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sollte man bedenken, dass zwar Tausende von Menschen den Mount Everest bestiegen haben, aber weniger als 20 jemals den Grund des Marianengrabens gesehen haben. Wir wissen also relativ wenig darüber, was dort unten in der Dunkelheit lauern könnte. Die Wissenschaft weiß jedoch, was sich in einer anderen erschreckend tiefen Meeresspalte verbirgt, dem 124 Meter tiefen Great Blue Hole in Belize. Diese riesige Meeresspalte entstand vor mehr als 14.000 Jahren als Kalksteinhöhle.
bevor sie vom steigenden Meeresspiegel überflutet wurde. Das Loch ist so groß, dass man es vom Weltall aus sehen kann und zieht jedes Jahr Tausende von Touristen an. Aber Vorsicht! Unerfahrene Taucher können leicht von den starken Strömungen an den Seiten des Loches erfasst und in den Abgrund gerissen werden. Außerdem wimmelt es dort vor Haien. Naturbeobachter haben karibische Riffhaie, Ammenhaie, Hammerhaie, Bullenhaie und Schwarzspitzhaie im tiefblauen Wasser schwimmen sehen. Glücklicherweise greifen Haie nur selten Menschen an, aber wer einmal einen weißen Hai gesehen hat, wird dieses geheimnisvolle Loch im Meer wahrscheinlich lieber aus der Ferne bewundern. Und bevor du dich an Land zu sicher fühlst, nicht nur auf dem Meeresgrund gibt es gefährliche Löcher. Ein Beispiel ist die Mir-Mine, ein Diamanttagebau in Russland, der mehr als 518 Meter tief ist. Im Jahr 2017 führte ein Leck dazu, dass sich dieses künstliche Loch mit 283.000 Kubikmetern Wasser füllte, genug um mehr als 100 olympische Schwimmbecken zu füllen. Hier von einer Flut überrascht zu werden, wäre ein Albtraum. Und nicht nur das, das Loch ist so tief, dass Hubschrauber es nicht überfliegen dürfen, weil sie von den abwärts gerichteten Luftströmungen angesaugt werden können. Richtig, die Navigatoren befürchten, dass die warme Luft, die aus dem Loch aufsteigt und auf die kalte Luft an der Oberfläche trifft, einen starken Wirbel erzeugt, der kleine Flugzeuge nach unten zieht. Das ist eine Menge Ärger. Skelettküste. Der Name eines Ortes sagt viel über ihn aus und der nördliche Teil der Atlantikküste Namibias ist da keine Ausnahme. Die portugiesischen Seefahrer des 16. Jahrhunderts nannten sie das Tor zur Hölle. Die Buschmänner im Inneren Namibias nannten sie das Land, das Gott im Zorn schuf. Heute ist sie als Skelettküste bekannt. Und wie all die schaurigen Namen schon vermuten lassen, ist sie kein Paradies am Meer. Die Skelettküste ist Teil der Namib-Wüste, einer riesigen, lebensfeindlichen Landschaft, in der es fast kein Trinkwasser gibt. Das bedeutet, dass man, obwohl man direkt am Meer ist, leicht verdursten kann, wenn man keinen eigenen Trinkwasservorrat mitbringt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, leben in den Dünen auch noch wilde Raubtiere wie Wüstenlöwen, Hyänen, Geparden und Schakale, die nur darauf warten, jeden zu fressen, der sich verirrt. Wenn man genau hinschaut, sieht man die gebleichten Knochen ihrer Beute im Sand verstreut. Eine düstere Erinnerung daran, dass dieser Ort nicht umsonst die Skelettküste genannt wird. Und noch ein Geheimnis hat diese tödliche Küste. Bei einem Spaziergang auf dem goldenen Sand findet man die rostigen Schalen von etwa 1000 Schiffswracks. Die Gewässer dieser Region sind berüchtigt für ihre starken Strömungen, versunkenen Felsen, dichten Nebel und tosenden Winde. Deshalb stranden seit Jahrhunderten Schiffe an der Küste und tragen zu der ständig wachsenden Sammlung von gespenstischen Schiffswracks bei. Kannst du dir vorstellen, ein Schiffswrack zu überleben und dann an einem Strand ohne Wasser und mit einem Löwenproblem festzusitzen? Manchmal ist das Leben einfach unfair. Lebensbedrohliche Seen. Wusstest du, dass manche Seen tödlich sein können? Das stimmt. Nimm zum Beispiel den Karatschai-See in Russland. Dieser malerische See ist so verschmutzt, dass man schon nach einer Stunde am Ufer sterben kann. Von 1951 bis 1953 nutzte die Sowjetunion den See als Abladeplatz für radioaktive Abfälle aus der nahegelegenen Atomanlage Mayak. Die daraus resultierende Verseuchung war so extrem, dass das World Watch Institute, eine Umweltforschungsorganisation mit Sitz in den USA, den Karatschai-See zum am stärksten verschmutzten Ort der Welt erklärte. Um herauszufinden, wie giftig der See ist, verwenden Wissenschaftler die Einheit Sievert, mit der die gesundheitlichen Auswirkungen von Strahlung auf den Körper gemessen werden. Schon ein Sievert reicht aus, um ernsthaft krank zu werden. Als der Karatschai-See 1990 getestet wurde, gab er eine tödliche Dosis von 5,6 Sievert pro Stunde an. Das reicht aus, um einen Menschen innerhalb von 50 Minuten zu töten. Seit 2015 ist der See mit Beton gefüllt, um die Strahlung zu begrenzen. Trotzdem schätzen Wissenschaftler, dass eine immense Menge Grundwasser verseucht wurde, weil die Sowjetunion beschlossen hatte, radioaktiven Abfall in den See zu leiten. Das hat in der umliegenden Region Tscheljabinsk zu einem Anstieg von Leukämie und anderen Krebsarten um 41% geführt. Nicht cool. Aber Seen müssen nicht radioaktiv sein, um tödlich zu sein. Der Boiling Lake im Morne Trois Pitons Nationalpark auf Dominica ist ein brodelnder Kessel mit kochend heißem Wasser. Es ist eigentlich ein geflutetes Loch in der Erdoberfläche, aus dem Dampf und vulkanische Gase aus einer darunterliegenden Magmakammer austreten. Diese Gase erhitzen das Wasser im See auf 92 Grad Celsius, sodass jeder, der da reingeht, Gefahr läuft, wie ein Ei pochiert zu werden. Aber man kann nicht über gefährliche Seen sprechen, ohne den Natronsee in Tansania zu erwähnen.
Das Wasser dieses Sees ist extrem alkalisch, weil die nahegelegenen vulkanischen Hügel viel Natriumcarbonat in den See spülen. Dadurch hat der See einen pH-Wert von 10,5, fast so hoch wie Ammoniak, und kann Tiere, die nicht an die ätzenden Bedingungen angepasst sind, verätzen. Stirbt ein Tier im Natronsee, trocknet das salzhaltige Wasser die Überreste aus und verwandelt den Körper in eine harte, verkalkte Schale. Um den unheimlichen Eindruck noch zu verstärken, färbt sich das Wasser des Sees durch Haloarchaea, Mikroorganismen, die im Salzwasser gedeihen und tiefrote Pigmente bilden, purpurrot. Blutrotes Wasser, bedeckt mit versteinerten Tierresten. Wahrscheinlich nicht der beste Ort für ein Picknick, oder? Der Teufelstopf. Wie weit würdest du für das perfekte Urlaubsfoto gehen? Wenn du bereit bist, für ein paar süße Likes dein Leben zu riskieren, dann ist der Devil's Pool genau das Richtige für dich. Direkt am Rande der Victoria-Fälle in Sambia trennt nur eine schmale Felslippe den Devil's Pool davon, dass er 108 Meter in die tosenden Fluten unter ihm stürzt. Zum Glück ist der Pool zwischen Mitte August und Dezember einigermaßen sicher, vorausgesetzt man macht keine Dummheiten wie Handstände auf dem glitschigen Felsen. Während der Regenzeit zwischen Januar und Juli steigen der Wasserstand und die Strömungen in Simbabwe so stark an, dass man leicht ins Wasser fallen kann. Aber egal zu welcher Jahreszeit du kommst, du musst dich vor Krokodilen und Flusspferden in Acht nehmen, die im Sambesi leben. Der Fluss, der den Devil's Pool speist. Lohnt sich diese riskante Fotogelegenheit wirklich? Sag es mir in den Kommentaren unten. Danakil-Senke. Die Danakil-Senke ist wohl einer der seltsamsten Orte dieser Welt. Diese surreale Landschaft im Nordwesten Äthiopiens sieht aus wie radioaktiv verseuchtes Ödland mit neongelben Kratern und tiefgrünem Wasser. Doch von der Schönheit der Landschaft sollte man sich nicht täuschen lassen. Diese wunderschöne Vulkanebene hat so ziemlich alles zu bieten, was man sich vorstellen kann. Zum einen liegt die Danakil-Senke am Schnittpunkt dreier sehr beweglicher tektonischer Platten. Ihre Bewegungen führen in der Region regelmäßig zu Erdbeben, während sich im Boden Risse bilden, die ahnungslose Touristen zu verschlucken drohen. Diese Risse spucken dicke Wolken giftiger Schwefel- und Chlorgase aus und erfüllen die Luft mit dem Geruch fauler Eier. Die Bewegung der tektonischen Platten führt auch zur Bildung von heißen Quellen, die mit kochendem Wasser gefüllt sind, das von der geschmolzenen Magmaschicht erhitzt wird. Das Magma erhitzt die Mineralien im Wasser, wodurch eine schillernde Landschaft aus bunten Salzkrusten und kristallinen Ablagerungen entsteht. Aber nicht in Versuchung führen lassen, die Temperaturen in den Becken können bis zu 108 Grad Celsius erreichen. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es in der Danakil-Senke nicht nur einen, sondern gleich zwei aktive Vulkane. Auf dem Gipfel des einen, Ertaale, brodelt ein Lavasee, der gelegentlich überläuft und alles tötet, was er berührt. Diese außerirdische Landschaft mag wunderschön sein, aber vergiss nicht, die Danakil-Senke wird nicht zögern, dich zu töten. Inseln des Verderbens. Stell dir eine schöne tropische Insel vor. Es gibt Sonne, Sand, Palmen und natürlich eine riesige Betonkuppel voller radioaktiver Trümmer. Was? Nun, eine radioaktive Kuppel ist genau das, was du auf der Insel Runit auf den Marshallinseln findest, die im Pazifik zwischen Hawaii und den Philippinen liegt. Von 1946 bis 1958 nutzte das US-Militär die Marshallinseln als Testgelände für 67 Atombomben, die in der Umgebung verheerende Schäden anrichteten. Mehr als 60 Jahre später sind Teile der Region immer noch unbewohnbar. Laut einer Studie von Forschern der Columbia University aus dem Jahr 2019 ist ein Korallenriff dort, das sogenannte Bikini-Atoll, heute 10-mal so radioaktiv wie Tschernobyl. Haben die USA etwas gegen das Problem unternommen? Nun, 1977 versuchte das Militär, die Insel Runi zu säubern, indem es radioaktiven Schutt unter einer 107 Meter hohen Betonkuppel vergrub. Beunruhigend ist, dass dieses Bauwerk nie als dauerhafte Lösung gedacht war und bereits Risse aufweist, die die Umgebung zu kontaminieren drohen. Und als ob die Marshallinseln nicht schon erschreckend genug wären, schaut man sich Vos Roj Denija an, eine Insel am südlichen Rand des Aralsees zwischen Kasachstan und Usbekistan. Das 199 Quadratkilometer große Gebiet wurde von der Sowjetunion als Testgelände für streng geheime biologische Waffen genutzt, darunter speziell hergestellte Milzbrand-, Pocken- und Pestbazillen. Als sich die Sowjetunion 1991 auflöste, wurde die Insel überstürzt evakuiert und alle Labors und militärische
militärischen Einrichtungen den Elementen überlassen. In den letzten Jahrzehnten sind die Anlagen undicht geworden, sodass superresistente Stämme von Infektionskrankheiten in den Boden eindringen konnten. So ist es möglich, dass Nagetiere und Flöhe in der Umgebung die waffenfähige Beulenpest in sich tragen und vielleicht noch Schlimmeres. Wer hätte gedacht, dass ein geheimes Insellabor voller tödlicher Viren schiefgehen könnte? Der Elefantenfuß. Wusstest du, dass du in 5 Minuten tot bist, wenn du den Ort auf diesem Foto besuchst? Nun, es ist wahr. Dieser seltsame außerirdische Fleck ist als Elefantenfuß bekannt und befindet sich im Zentrum der Tschernobyl-Katastrophe, einem der schlimmsten Atomunfälle der Geschichte. Wer es noch nicht weiß. 1986 explodierte der Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine. Riesige Mengen radioaktiver Stoffe und Brennelemente wurden freigesetzt, die Strahlung der Explosion wurde sogar bis nach Schweden gemessen. Mehrere Jahrzehnte später gilt das 2590 Quadratkilometer große Gebiet, das als Sperrzone von Tschernobyl bekannt ist, immer noch als unbewohnbar, obwohl ein gewisser sorgfältig geregelter Tourismus erlaubt ist. Aber ein Teil von Tschernobyl ist für Besucher strengstens verboten. Es handelt sich um den Elefantenfuß, einen Klumpen eines lavaähnlichen Materials namens Thorium, das sich aus der Mischung von Kernbrennstoff und geschmolzenem Metall gebildet hat, die nach der Explosion aus dem Reaktor ausgetreten ist. Ab 2019 wird das Thorium in einer Schutzhülle aus Stahl eingegossen sein, die unter dem Namen Tschernobyl New Safe Confinement bekannt ist und deren Bau 2 Jahrzehnte dauerte. Solange man sich außerhalb der Stahlkuppel aufhält, ist man weitgehend sicher, aber wenn man sich ins Innere wagt, hat das verheerende Folgen. Schon nach 30 Sekunden vor dem Elefantenfuß würden die hochenergetischen radioaktiven Partikel, die auf dich einprasseln, Übelkeit und Schwindel auslösen. Nach 2 Minuten würden deine Zellen massenhaft absterben und nach 5 Minuten wärst du tot. Eines ist sicher, es war noch nie so wichtig wie heute, den Elefanten im Raum zu meiden. Verrücktes Wasser. Wenn man an das Bermuda-Dreieck denkt, stellt man sich dann so etwas vor? Wir alle haben schon Geschichten von bösartigen Seeungeheuern, Strudeln und tödlichen Wirbelstürmen gehört, aber wie gefährlich ist es wirklich? Falls du es noch nicht wusstest, das Dreieck ist ein Teil des Nordatlantiks zwischen Miami, den Bermudas und Puerto Rico, in dem mehr als 50 Schiffe und 20 Flugzeuge spurlos verschwunden sein sollen. Verschwörungstheoretiker haben sich im Laufe der Jahre einige verrückte Erklärungen ausgedacht, darunter ein riesiger menschenfressender Strudel, eine Bande von UFOs und tödliche Technologie aus der verlorenen Stadt Atlantis. Doch auch wenn das Bermuda-Dreieck Gefahren birgt, sind diese eher auf das unberechenbare Wetter im Nordatlantik zurückzuführen als auf etwas Übernatürliches. In der Region gibt es plötzliche heftige Wirbelstürme, sogenannte White Squalls und Wassertornados, die Waterspouts, die beide häufig über subtropischen Gewässern auftreten. Diese unvorhersehbaren Wetterphänomene können Schiffe und Flugzeuge gefährden, indem sie strukturelle Schäden verursachen oder sie vom Kurs abbringen. Da sich im Bermuda-Dreieck einige der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt befinden, ist es nicht verwunderlich, dass diese extremen Wetterphänomene im Laufe der Jahre zu tragischen Unfällen geführt haben. Man bedenke, dass auf jedes verschwundene Schiff oder Flugzeug Tausende kommen, die das Gebiet durchqueren, ohne auch nur einen Kratzer zu hinterlassen. Aber im Gegensatz zum Bermuda-Dreieck können einige Gewässer wirklich tödlich sein. Dieser hübsche kleine Fluss in Yorkshire, England, gehört zu den gefährlichsten Gewässern der Welt. Er ist unter dem Namen Bolton Street bekannt und das heißt, dass noch nie jemand hereingefallen ist, herausgekommen ist. Was um alles in der Welt kann einen einfachen Fluss so unheimlich machen? Nun, entgegen allem Anschein ist der Bolton Street kein gewöhnlicher Fluss. Er ist ein mächtiger Fluss namens River Wharfe, der über 105 Kilometer durch Yorkshire fließt. In Bolton wird der Fluss durch einen winzigen Felskanal gepresst, der ihn von 9 Metern auf nur 1,8 Meter Breite verengt. Das weitere Wasser wird in den Untergrund gepresst, wo es mit rasender Geschwindigkeit durch ein Labyrinth unterirdischer Abgründe fließt. Verliert ein Passant das Gleichgewicht und stürzt in die Bolton Street, wird er wahrscheinlich von der Strömung erfasst und in die Tiefe gerissen. Die seltsame Lektion hier ist, dass es wahrscheinlich sicherer ist, im Bermuda-Dreieck zu schwimmen, als in einem schönen Fluss in Yorkshire. Man lernt wirklich jeden Tag etwas Neues. Was ist der gefährlichste Ort, an dem du je gewesen bist? Verrate es mir in den Kommentaren unten und vielen Dank fürs Zuschauen.